Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Bequemheit Freundschaft auf Box von Fahrt. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Bei Fame hört Freundschaft auf von Fahrt. Lesen wir hier. Fahrt in Rot, bei Fame hört Freundschaft auf in Weiß. Und dann haben wir hier auf dem Cover so Einschusslöcher. Sieht aus wie eine Karosserie von einem Wagen, also so Metall, das durch Einschusslöcher hier beschädigt wurde. Komplett in Schwarz ansonsten. Auf der Unterseite lesen wir nochmal Fahrt, bei Fame hört Freundschaft auf, inklusive des Logos von Ruhrpott Elite. Hier wieder Fahrt, bei Fame hört Freundschaft auf. Hier nochmals, inklusive wieder Logo. Auf der Rückseite ebenfalls. Also auf der Seite. Und auf der Rückseite haben wir dann nochmal drei Einschusslöcher und dann hier die Credits und einen Barcode. Alles klar. Es ist eine reguläre Clubbox. Wir machen das Ganze hier mal auf. Und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Wir haben hier ein T-Shirt, eine Halskette, das Album im Digipack, eine Autogrammkarte und ein Sticker. Box von innen in Weiß gehalten. Machen das Ganze wieder zu. Und wie immer fangen wir gleich an mit dem Album an sich. Dieses, wie gesagt, in einem Digipack. So sieht das Ganze aus. Ruhrpott Elite präsentiert Fahrt, bei Fame hört Freundschaft auf. Und jetzt wissen wir auch, woher die Optik der Box stammt. Denn auch hier haben wir diese Einschusslöcher. Ich meine, hier schwarz, aber hier sehen wir Fahrt, der offenbar Opfer eines Schussattentates geworden ist. Die Scheibe an seiner Fahrerseite komplett durchlöchert worden. Die Weste, hier sein Arm auch. Also sehr viele Kugeln abbekommen. Auf der Rückseite lesen wir auch, bei Fame hört Freundschaft auf. Und auf der Rückseite haben wir 16 Tracks an der Zahl, inklusive einer Bonus-EP. Diese beinhaltet nochmals 4 Tracks plus Instrumental-CD. Wir haben Features, und zwar haben wir Features von Philippe Haitier. Ansonsten alles Fahrt-Solo-Tracks. Meine Favoriten des Albums sind einmal der Track Ewigkeit, das ist Nummer 15, und noch der Track 16 Satellit. Also genau die zwei letzten Tracks meine Favoriten. Die Bonus-EP, in die habe ich ehrlich gesagt noch nicht reingehört. Ich habe lediglich das Album durchgehört. Bonus-EP muss ich noch nachholen. Und dann haben wir hier unten wieder Credits und die einzelnen Beteiligten. Sehr schön, dann schauen wir mal hinein. Das ist die CD. Schauen wir mal, ob wir auch noch ein Booklet vorfinden. Okay. Ah ja, doch. Hier hinten war es versteckt. Also wir haben hier ein Booklet. Cover kennen wir bereits. Und wie so oft haben wir dann hier die Tracks einzeln aufgelistet, inklusive der Infos, wer daran beteiligt war. Dann haben wir noch eine Aufnahme von Fahrt live auf der Bühne in Schwarz und Weiß. Ebenfalls Live-Auftritte, weitere Tracks aufgelistet. Dann hier die Bonus-EP und dann hier noch die Credits. Also, sehr klassisches Booklet, was den Inhalt betrifft, aber ich bin generell immer schon ein Fan, wenn in dem Booklet ein bisschen mehr drin ist, wie zum Beispiel die Songtexte oder sonstige Sachen, aber es erfüllt seinen Zweck, sage ich mal. Wir haben hier die Standard-CD, also das Album auf dieser hier zu finden. Die CD in Schwarz, Rot und Weiß gehalten, bei Fame hört Freundschaft auf. Hier hinten lesen wir dann noch Fahrt in roter Schrift. Dann haben wir die zweite CD. Diese beinhaltet die Instrumentals des Albums.
Sieht so aus, das Ganze. Also hier nicht nur der Zusatz Instrumentals zu lesen, sondern auch CD2, also das Ganze hier durchnummeriert. Und hier sehen wir das Logo von Ruhrpott Elite in Rot. Und dann haben wir eine dritte CD und das ist in dem Fall dann die Bonus-EP. Diese in Rot gehalten, CD3 Bonus-EP lesen wir hier. Sieht so aus. Und hier haben wir das Logo von Fahrt, Stamm der Narcissis. Narcissi ja der Nachname von Fahrt. Wird ja auch oft genug erwähnt, F. Narcissi. So, Tonträger wären erledigt. Dann haben wir einen Sticker, leider nur einen an der Anzahl, aber dieser im Querformat in Schwarz und Rot gehalten, Hashtag BFHFA, also ja die Kurzform von bei Fame hört Freundschaft auf. Dann haben wir eine Autogrammkarte, also hier sehen wir den guten Mann mit goldenem Schrift. Mit goldenem Stift wurde hier unterschrieben. Gefällt mir gut. Ist auf jeden Fall eine Originalunterschrift. Rückseite blank weiß. Sehr schön. Und dann haben wir noch ein T-Shirt und eine Halskette. Wir werden mal beides aus dem Plastik befreien. Sorry, wenn das jetzt ein bisschen Lärm macht. Die Halskette und dann holen wir auch gleich noch das T-Shirt aus der Verpackung. Gut, wir starten mal mit der Halskette. Diese aus Holz gefertigt, Fahrt, Stamm der Narcissis, das Logo, das wir auch schon in der CD, also in dem Cover, im Digipack vorgefunden haben. Rückseite blank. Fahrt, Stamm der Narcissis lesen wir hier, Fahrt, Schriftzug und eben dieses Logo, dieser, ich glaube ein Bär war das damals. So sieht das Ganze aus, also es sind so, so eine Perlenkette, so einzelne Perlen, allerdings eben aus Holz, einzelne Glieder. Relativ lang das Ganze, aber fühlt sich auf jeden Fall schön an. Ich meine, ich bin jetzt generell nicht so der Halskettentyp, aber ja, die damit was anfangen können, gerade auch wegen dieser Holzoptik, ist relativ ja, ungewöhnlich. Ist das auf jeden Fall eine gelungene Sache und das Ganze eben hier so eingraviert, geprägt. Und dann haben wir noch das T-Shirt. Dieses in Schwarz und Rot gehalten, so wie auch schon der restliche Boxinhalt oder das Artwork. Ist ja alles sehr schwarz- und rotlastig. Gefällt mir immer sehr gut, die Kombination aus Schwarz und Rot. Hier unten links im Eck lesen wir Fahrt. Hier in dieser ja, fetzigen Schrift, sage ich mal. Und dann hier das Gesicht von Fahrt in Nahaufnahme, schwarz und rot. Und was mir sehr gut gefällt, hätte ich jetzt gar nicht mehr damit gerechnet, wir haben hier einen Backprint. Und zwar lesen wir hier, bei Fame hört Freundschaft auf. Und hier der Rücken des T-Shirts auch schon durchlöchert. Also wir haben hier 6 Einschusslöcher an der Zahl. Und hier so Farbspritzer. Fällt mir auf jeden Fall gut, also das ist ja dieses, ja, das Leitbild des Albums bei Fame hört Freundschaft auf, dass man dann gefährlich lebt, wenn man Fame ist, dass man eventuell einem Attentat zum Opfer fallen könnte, aus Neid, aus Missgunst, warum auch immer. Wir schauen nochmal kurz, womit wir es zu tun haben. Wir haben hier so. Wir haben hier ein Gildan Heavy Cotton in der Größe L natürlich, 100% Baumwolle und das Ganze ist made in Nicaragua. Wir schauen uns das Ganze jetzt nochmal kurz im Detail an, inklusive der Holzkette, also wie das in Kombination aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben hier das T-Shirt in Schwarz und Rot mit diesem riesen Aufdruck in Kombination mit der Halskette aus Holz. Das Bild zieht sich hier fast über die komplette Länge und dann haben wir hier unten links noch den Fahrt-Schriftzug in Weiß. Ob ihr das T-Shirt in Kombination mit der Kette oder nur eines davon eventuell mit anderen Sachen kombiniert, ist natürlich wie immer euch überlassen. Ich finde das T-Shirt auf jeden Fall sehr gelungen.
Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L. Diese Halskette aus Holz. Die Autogrammkarte mit goldenem und mit goldener Unterschrift. Der Sticker im Querformat. Und das Album im Digipack. 3 CDs beinhaltet das Ganze. Das Album an sich, die Instrumentals-CD und die Bonus-EP. Das alles in dieser wunderbaren Box. Bei Fame hört Freundschaft auf von Fahrt. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es mir in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Fahrt unterstützen möchtet, findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.